Tricase erstreckt sich auf den letzten südöstlichen salentinischen Hügel. Das Gemeindegebiet gehört zum Parco Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Waldnaturpark der Adriatischen Küste. Sein Erbe hat eine lange zurückreichende Geschichte und alte historische Verbindungen mit der Levante. Das beweist die byzantinische Abtei des Mythos, deren Turm noch heute von den Ländereien des Stadtgebiets aus gut sichtbar ist. Die verschiedenen Verbindungen und die historischen Traditionen machen Tricase zu einer ganz besonderen Stadt, die sich von den anderen salentinischen Städten unterscheidet. Dank der Adelsfamilie Gallone wurde Tricase im 17. Jahrhundert Zentrum eines großflächigen Lehens, das sich von Salve bis Supersano und Nocilla erstreckte. Der Reichtum der Familie wird noch heute in den Kirchen der Stadt erhalten. Es handelt sich um besonders wertvolle Werke vom bekannten Künstler der Republik Venedig, der Serenissimo. Im 20. Jahrhundert wird Tricase für die Tabakproduktion und Verarbeitung der Lecce-Provinz sehr wichtig und gründet ihre Wirtschaft auf den tertiären Sektor. Heute hat die Stadt ca. 17.000 Einwohner und bietet Dienstleistungen im Bereich Bildung, Handel, Verkehrsmittel und vor allem im Gesundheitsbereich mit seinem Krankenhaus, das im ganzen Salento einen hervorragenden Ruf genießt. Die Altstadt von Tricase hat noch heute den Charme der Vergangenheit. Der soziale Wohnungsbau des Endes des 16. Jahrhunderts mischt sich mit den prächtigsten Palazzi der Adelsfamilien der Stadt. Ursprünglich wurde die Hauptstraße der Ortsmitte von zahlreichen Pilgern auf dem Weg zum Wallfahrtsort der Madonna de Finibus Terre, das heißt am Ende der Welt, von Santa Maria di Leuca begangen. Entlang der Straße kann man die Kirche der Präsentazione di Santa Maria al Tempio, das heißt Marienvorstellung im Tempel, des 15. Jahrhunderts bewundern. Gegenüber der Kirche gibt es das palastartige Gebäude, das den Familien Montano Pisanelli gehörte. Die Altstadt von Tricase ermöglicht dank seinen dichten Gassen und Straßennetzes einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Einige Einblicke alter graziösen Landschaften faszinieren nicht nur die Touristen, sondern auch die Bürger der Stadt.